Genau. Ich rede heute mit Rainer Ernst. Sei gegrüßt, Rainer. Sei gegrüßt, mein Lieber. Wo stehst du politisch ungefähr? Ich war Parteimitglied der Linken bis vor 1,5 Jahren. Also ich gehe online oder inline mit BSW sozusagen. Also, was sind deiner Meinung nach die größten Probleme, die wir aktuell in Deutschland haben? Das gibt viele. Angefangen vom Reformstau bis hin, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass diese politische Elite in Deutschland sich geradezu aufgegeben hat. Irgendwie habe ich den Eindruck, die wissen selber nicht mehr so genau, was sie wollen und wohin sie wollen. Also, ich mache ja auch meinen Geopolitik-Kanal. Ich beschäftige mich viel mit solchen Themen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das hat alles kein Konzept, keine Hand und Fuß und so weiter. Und wirtschaftlich gehen wir doch in Wahrheit schon seit 20 Jahren eigentlich bergab. Ja, das würde ich so sagen. Also der Mehrheit der Bevölkerung seit 20, 25, vielleicht sogar schon seit 30 Jahren nimmt da das Realeinkommen überhaupt nicht mehr zu. Und durch diesen Preisschock, den wir jetzt durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland erleben, ja, dadurch geht es ja sogar bei denen mittlerweile richtig bergab. Also da sehen wir ja wirklich, wie das Realeinkommen der Mehrheit der Bevölkerung wirklich gesenkt wird gerade. Ziemlich krass. Ja, und es gibt so viele, die versuchen sich das irgendwie schön zu reden. Und dann ist ja auch so eine Sache, wir wollten ja die Energiewende schaffen. Und dass die teuer sein würde, war ja irgendwie klar. Das hatte man ja auch schon so kommuniziert. Aber durch diese Kombination Sanktionen, der Preisschock auf dem Energiemarkt und die Energiewende, ja, das expandiert gerade ins Uferlose mit den Preisen. Ja, absolut. Warum glaubst du, macht die Politik sowas? Ganz ehrlich, ich glaube, dass die sich das vorher nicht gut überlegt haben. Also teilweise habe ich manchmal das Gefühl, dass die politische Klasse und auch wirklich diese Entscheider dahinter, so die Eliten, wie man mal so schön sagt, dass da heute irgendwelche Leute sitzen, die raffen gar nicht mehr so genau, was sie eigentlich tun. Also sie haben ein politisches, hochkomplexes System geerbt, was so relativ gut funktioniert hat und uns ja irgendwie zum Nabel der Welt gemacht hat, die letzten 200 Jahre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die wissen heute nicht mehr so viel damit anzufangen, was genau, sagen wir mal, die Hebel ihrer Macht sind und wie sie sich betten und so weiter. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Also mich überzeugt das alles nicht mehr. Bei mir verfestigt sich das Gefühl, es muss sich irgendwas ändern. Ja, Ganz ja. einfach. Also teilweise würde ich dem tatsächlich zustimmen. Also wenn wir Politiker von früher, also keine Ahnung, Helmut Kohl, Norbert Blüm, Hans-Dietrich Genscher, auch wenn ich politisch viele Sachen anders sehen würde als die drei jetzt, wenn ich das mit dem, was wir heute vergleichen, so Scholz, Baerbock, Lindner, dann ist da doch ein großer Verfall zu sehen. Also jemand wie Norbert Blüm, der wusste noch, wie das deutsche Rentensystem funktioniert hat. Von dem stammt ja auch dieser berühmte Satz, die Rente ist sicher, womit er komplett recht hatte. Und heute wird diese komplett logische Tatsache, dass die Arbeiter immer das Rentensystem finanzieren, egal wie jemand das jetzt konkret finanziell macht, ob man da jetzt irgendwelche komischen Riester-Geschichten macht, ob man das in Aktien macht, letztlich finanzieren immer die, die gerade arbeiten, die in Rente sind. Dass man solche elementaren Zusammenhänge heute selbst in der politischen Klasse nicht nur leugnet, sondern dass man scheinbar gar nicht selbst weiß, wie diese Zusammenhänge aussehen, das kann man tatsächlich beobachten. Und auch jemand wie Baerbock, also wenn du Baerbocks Außenpolitik mit der von Genscher vergleichst, also da liegen Welten zwischen. Es ist so, weil ich habe einen wichtigen Punkt in diesem Zusammenhang. Ich mochte den Kohl nicht. Ich kann mich noch so ein bisschen an ihn erinnern. Ich mochte seine Politik nicht, aber er hat die Wiedervereinigung gemanagt. Genscher hat die Wiedervereinigung gemanagt und eigentlich lief sie doch relativ glatt und so weiter. Aber jetzt kommt die Baerbock und diese Politikerschicht. Okay, sagen wir mal, die wollen auch was verändern. Die merken auch, okay, es läuft nicht mehr so gut. Aber was sie genau verändern wollen, und dass sie einen Plan haben, dass sie wüssten, wie genau sie es tun sollen. So ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann mich auch noch an diesen Jelzin damals in Russland erinnern. Der wollte ja auch irgendwie Russland öffnen und Marktwirtschaft und so weiter. Aber hat er erstmal nur eine Riesenkatastrophe ausgelöst. Absolut. Wo er dann richtig, du kennst ja bestimmt diese Stories, dass die Geburtenrate zurückgegangen ist und irgendwelche Leute ihre Renten verloren hatten und so weiter. Das erinnert mich sehr stark an heute bei uns. Die Industrieproduktion hat sich halbiert, die Armut hat sich verzehnfacht, es gab eine riesige Arbeitslosigkeit. Also schon im ersten Jahr nach Jelzins Amtsübernahme hatten die da Hyperinflation. Also es war eine einzige Katastrophe. Das war halt diese alte Ideologie, Marxismus war gescheitert, jetzt hatte man neue Ideologien. Das eine war ja so ein Liberalismus und Nationalismus. Und der Liberalismus, der ist in den
in seiner extremen Form im Sinne von wir privatisieren jetzt alles, der ist in Russland komplett gescheitert und jetzt erlebt man in Russland gerade ein Revival des Nationalismus, weil man halt, ja, weil man halt gesehen hat, wie dieser Liberalismus so gescheitert ist. Deswegen ist die russische Politik auch in die Richtung abgedriftet, die wir gerade sehen. Also weil in den 90er Jahren wirklich diese Anbiederung an den Westen so katastrophal schiefgegangen ist. Also ich war damals zu der Zeit als junger Mann auch ein großer Fan der Marktwirtschaft. Ich dachte, es oh, wird alles viel besser und so weiter. Aber genau das, was du jetzt gesagt hast, zu sehen, wie radikal, es gab ja damals dieses Wort, wir brauchen Radikalreformen. Aber wie diese Radikalreformen dieses Land quasi verheert haben, das hat mir dann, also da habe ich dann wieder angefangen zu zweifeln, diese radikalen Kapitalismen sind doch nicht so geil. Wir hatten ja in den westeuropäischen Volkswirtschaften nie so eine radikal freie Marktwirtschaft, jedenfalls nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Also hier hat man ja auch extrem starke Staatsbeteiligung an der Wirtschaft gesetzt, auch hohe Steuern für Reiche, auf extrem regulierte Finanzmärkte. Also das, was wir hier aktuell sehen, das hatten wir damals einfach nicht. Und das hat viel besser funktioniert als diese komplett freie Marktwirtschaft. Ja, es gibt ja diese Kritik am Schröder, der hat ja die Deutschland AG und dieses ganze System zerschlagen. Er wollte ja alles besser machen und so. Und heute hast du ja dieses Ding, dass irgendwelche deutschen Unternehmen davon abhängen, ob BlackRock ihnen Kredite zu diesen oder jenen Zinsen gibt. Das finde ich irgendwie krass. Ja, BlackRock beteiligt sich ja vor allem an Unternehmen. Aber die haben natürlich auch Einfluss auf die Finanzierungsbedingungen, dadurch, da hast du recht, ja. Genau, weil wenn du, es gibt ja, ich habe gesehen, du hast ja auch irgendwelche Sendungen mit Demos Kratos gemacht. Ja. Diese ganze Kritik am woken Zeitgeist, das kommt, ich hab auch schon irgendwelche Artikel dazu gelesen von irgendwelchen Intellektuellen, die sagen, das kommt von diesen Firmen. Die wollen jetzt irgendwie woke sein. Die wollen, einerseits wollen sie die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Sie wollen dich, also so Amazon und diese Konzerne, die zahlen irgendwelche Hungerlöhne in den USA und Disney, sind aber politisch korrekt bis zum geht nicht mehr. Ja, Das kommt irgendwie. absolut, weil du das gerade mit den Finanzierungsbedingungen angesprochen hast. Es gibt wirklich so eine Ratings, die kommen, also, das ist dann bei diesen ESG-Ratings, die gar nicht mal so unsinnvoll wären, wenn es vernünftig staatlich reguliert würde, aber da sind bei diesen ESG-Ratings, dann solche woken Kriterien mit dabei und das wird dann von solchen Organisationen wie der Human Rights Campaign gepusht. Also, das ist so eine, ja, woke Lobbygruppe, die vom Großkapital aus den Vereinigten Staaten gesponsert wird. Also könnt ihr euch ansehen, da sind so gut wie alle großen Firmen aus den USA dabei, die eben das pushen. Und die ist noch vom Finanzierungsrahmen rund 10-mal so groß wie die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also das ist schon, ja, ein ganzes Brett. Vor allem muss man auch bedenken, ich habe erst neulich eine Sendung auch dazu gemacht, dieser klassische Kapitalismus, wie damals, sagen wir mal in den USA vor 100 Jahren, dass ja der Tüchtige sich durchsetzt und dass der die besseren Ideen hat, wächst und der irgendwie, ja, bei dem es nicht mehr läuft, der geht halt pleite irgendwann, wird geschluckt von anderen. Das hast du doch heute in Wahrheit gar nicht mehr. Diese Kriterien, die Woke-Kriterien, was haben die noch mit Marktwirtschaft zu tun? Das ist Ideologie, das hat mit Kapitalismus überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, was heißt, das hat mit Kapitalismus nichts zu tun? Also Kapitalismus heißt ja nur, dass das System, dass die Unternehmen erstmal in Privathand sind. Welche Ideologie man jetzt da noch dazu nimmt, also ob jetzt Nationalismus oder Wokismus oder was auch immer, das ergibt sich dann auch aus dem jeweiligen Zeitgeist. Und wenn der Wokismus sinnvoll ist, dann wird er halt vom Kapital gefördert. Das ist halt klar. Ja, gut, aber Preisfrage. Wenn du, als was betrachtest du das Ganze denn dann? Ich meine, glaubst du, dass woke Firmen mehr Profit machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder glaubst du doch? Nee, sie haben bessere Refinanzierungsbedingungen dadurch, dass sie dann bei solchen Ratings besser abschneiden. Ja, genau das meine ich ja. Aber ist es, also Dann bestenfalls machen sie ist mehr es so eine Profit, Art wenn sie Tool. bessere Refinanzierungsbedingungen haben. Dann machen sie mehr Profit dadurch. Also sie machen jetzt als gesamte Wirtschaft, der gesamten Wirtschaft hilft es nicht, aber dem einzelnen Unternehmen, weil es halt so in diese Richtung geschubst wird, das mag dann mehr Profit machen, selbst wenn Disney für seine Filme gehatet wird. Also so, wo soll man denn sonst reingehen, wenn nicht in Disney-Filme? Es gibt ja keine große Konkurrenz zu Disney, weil Disney alles aufgekauft hat. Also wir sehen ja im Kapitalismus schon immer eine Monopolisierung. Das war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Staat extreme Märkte eingegriffen hat, als wir viele andere Steuersysteme hatten, da war das nicht so stark. Aber jetzt sehen wir eine ziemlich krasse Monopolisierung. Und wie gesagt, Disney war gerade mein Beispiel. Wo soll, in welch, also wenn Disney nur noch woke Filme macht und nur noch Schwachsinn sind, wo sollst du sonst hingehen, wenn du einen großen Blockbuster sehen willst?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das nur so am Rande, aber ich gucke eigentlich überhaupt nichts mehr von der Serie. Ich bin ein Totalboykottierer. Weil es gefällt mir ja nicht. Was habe ich davon, ins Kino zu gehen, um mich dann später aufzuregen die ganze Zeit? Ja, Ich aber meine eigentlich. nur, ich gucke. Ja, was Ja, guckst du bitte? denn dann, wenn du dann ins Kino gehen willst und einen Blockbuster sehen willst? Also jetzt keine kleine Independent-Produktion, sondern wirklich Blockbuster, das, was die breite Masse sieht. Ja, gar nichts. Ich lese lieber ein gutes Buch, so nach dem Motto. Oder Ja, mach aber etwas anderes. das wird die Masse ja nicht machen. Das heißt, die Masse, die hat dann nur das, was ihnen quasi vorgesetzt wird, dieser Walk of Frass, die ist dann vielleicht unzufrieden, aber man hat keine Alternative, weil das Ganze eben so monopolisiert ist. Gut, aber das wiederum nur unter der Voraussetzung, dass ich ja unbedingt ins Kino gehen muss. Aber Ja, vielleicht muss okay, ich es ja gar aber nicht. viele Leute wollen gerne mal ins Weil, Kino gehen. Schließe ich mich ja selbst ein, okay, schließe ich mich ja selbst ein. ich sag auch gar nichts dagegen, aber du musst mal bedenken, bist du noch die Zielgruppe von Disney? Machen die überhaupt noch Filme für dich? Oder bist du nur so ein Mitnehmsel von denen, wo sie denken, ja, okay, wenn der Agitator jetzt ins Kino geht, ist ja ganz nett, aber eigentlich haben wir eine ganz andere Zielgruppe, der interessiert uns gar nicht. Also ich sag mal so, bei Star Wars, da würde ich jetzt nicht mehr ins Kino gehen, aber bei den letzten drei Filmen, da bin ich trotzdem hingegangen, weil ich immer gehofft habe, ah, es wird jetzt besser. Und auch weil ich halt immer ein paar andere hatte, die da gerne mitgekommen sind. Also ins Kino geht man ja auch nicht allein. Das ist ja auch was Soziales und da, ja, ist halt so. Wenn man sich, also wenn solche Dinge monopolisiert sind, dann hast du halt keine Alternativen und langfristig sorgt das natürlich dafür, dass dann die Beliebtheit, also das ist jetzt ein Beispiel. Unsere ganze Kultur wird ja hier durchwokisiert, aber das ist jetzt ein Beispiel, wo du keine Alternative hast und okay, dann nimmt langfristig halt die Bedeutung des Kinos ab. Dann findet ja jeder seine kleinen Nischen, um dem irgendwie aus dem Weg zu gehen, wenn man das unbedingt will. Aber man hat ja keine wirklichen Alternativen. Also, dass diese Massenkultur so durchwokisiert wird, da gibt es ja nichts, was irgendwie dagegen stehen würde. Es gibt ja keine Institution, die dagegen arbeiten würde. Das ist richtig. Aber Deswegen. die Frage ist halt folgendes. Guck mal, mich stört, dass, sagen wir mal, wenn jetzt irgendein Film divers besetzt ist, da habe ich gar kein Problem damit. Das war doch eigentlich schon immer so. Nur diese moralische Überhöhung und dieses ständige Moralisieren verschleiert doch meiner Meinung nach in Wahrheit, dass diese Filme heute eigentlich teilweise schlecht gemacht sind. Die CGI-Effekte werden wieder schlechter. Also mir haben die CGI-Filme in den Nullerjahren besser gefallen als die CGI-Filme heute. Und auch die Storys, die ganzen Drehbücher, das war doch gerade das Geile. Dieses Drama, wenn du jetzt Star Wars thematisierst, dieses Drama und hin und her und Luke, ich bin dein Vater und so weiter. Und heute ist es irgendwie langweilig. Diese ganzen Serien plätschern so vor sich hin, als ob die Drehbuchautoren einsparen wollten, so nach dem Motto. Was hat das? Es wirkt tatsächlich so, aber es wird ja mehr Geld für rausgehauen als sonst wann und aber trotzdem ist es Ja gut, qualitativ schlechter. aber jetzt ist halt wiederum die Frage, was wollen die Hintermänner, sagen wir mal, die das Ganze finanzieren? Vielleicht macht es denen ja nichts aus, dass sie damit Geld verlieren, wenn sie eine bestimmte Ideologie damit pushen können. Vielleicht ist ihnen Genau, ja das in genau. Wahrheit wichtiger. Es geht gar nicht mehr, auch hier, guck mal, das Es musst geht du auch nicht um das überlegen. Geldverdienen einzelner Akteure. Es geht um, ja, die Manipulation, Steuerung einer gesamten Gesellschaft. Und durch diese Woken, durch diese immer neuen tribalistischen Konflikte kannst du halt die Gesellschaft zerstören und sie immer mehr mit solchen Unsinnsthemen beschäftigen und so von den eigentlichen Machtverhältnissen ablenken. Naja, das ist ja so ein amerikanisches Ding. Also, du hast ja in den USA, das ist ja, keine Ahnung, irgendeine Mutter in Kentucky beschließt, ich bin gegen Abtreibung und dann organisiert sie jeden Sonntag eine Demo vor einer Abtreibungsklinik. Dieser Kulturkampf, dass nicht der Gesetzgeber irgendwie aufgerufen ist, das sinnvoll, vernünftig zu regeln, sondern wir überlassen mal ganz viele Fragen irgendeinem gesellschaftlichen Kulturkampf. Das ist ja teilweise absurd, Abtreibungsgegner gegen Hast Abtreibungsbefürworter du komplett und so recht. weiter. Also wie Abtreibung, das ist ein super Genau. Beispiel. Da haben wir doch in Deutschland einen sinnvollen Kompromiss. Du darfst es die ersten 3 Monate straffrei machen, also jetzt nicht legal, sondern straffrei. Das ist noch juristisch eine Unterscheidung, weil das ja mit den Gesetzen nicht so ganz vereinbar war, hat dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, ah, das ist ja eigentlich ein guter Kompromiss. Wieso sollte man das jetzt aufkündigen? Wieso sollte man da einen riesen Kulturkampf drüber machen oder irgendwelche Extrempositionen durchsetzen? Also das erschließt sich mir ehrlich gesagt noch Richtig. gar nicht. Genau, das ist wieder der Punkt. In der Sache bringt dir das eigentlich nichts. Am besten ist, wenn der Gesetzgeber es vernünftig regelt und Feierabend. Aber das läuft ja jetzt darauf hinaus, dass wir so werden wie die USA. Wir führen auch Kulturkämpfe. Teilweise um irgendwelche Fragen. Ja, ist das wirklich so wichtig? Also, weiß ich nicht. Viele von diesen Themen lasse ich mittlerweile an mir vorbeiziehen, weil ich bringt mir irgendwie nichts. Ja, geht mir auch so, aber man bekommt es ja automatisch mit. Also.
Man bekommt, also wir hatten gerade Disney-Filme angesprochen, Kinofilme. Wenn du einfach den Fernseher anmachst, wenn du Zeitung liest, du wirst überall damit bombardiert. Das, also geht ja fast nicht ohne. Das ist richtig, ja. Aber ganz, ganz ehrlich, du wurdest auch damals im real existierenden Kommunismus mit irgendwelchen Lautsprechern auf Plätzen mit der Rede des großen Vorsitzenden beschallert. Aber naja, der große Vorsitzende war auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, Und so ja. weiter. Also, sagen wir mal, ich bin vielleicht härter darin gesotten, durch meinen Werdegang, mir einfach zu denken, ja, Obrigkeit, alles klar, aber irgendwie, nee. Das ist nicht mein Leben. Ja. Wie gesagt, in meinem persönlichen Leben spielt das absolut keine Rolle. Aber sobald ich irgendein Medium konsumiere, wird man damit belästigt, obwohl man es gar nicht will. Das ist ja das Problem. Also, du hast natürlich recht, man kann dem heute nicht entkommen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch nicht okay, wenn sie, sagen wir mal, du hast doch bestimmt mitbekommen mit dieser Y-Kollektiv-Doku, wo sich so alle so aufgeregt haben, mit dem irgendwie dem rechten Feminismus oder dieses ganze Ding. Dass sie ja jetzt irgendwelche Frauen, die einfach nur eine Beziehung und eine Ehe wollen, die sind jetzt irgendwie böse. Das ist alles Quatsch. Ich Ja, finde, oder dagegen der, muss man sich auch positionieren. es waren, ja, absolut, vor allem da dafür unsere Gebührengelder verwendet. Also ich will jetzt nichts gegen das Y-Kollektiv groß sagen, denn die haben beispielsweise auch eine interessante Doku über einen Drohnenkrieg, der von Deutschland mit unterstützt wird, gemacht. Also der, da gibt es teils wirklich gute Beiträge, die so auch von Monitor vor 10, 15 Jahren hätten kommen können. Und dann gibt es solche Beiträge, was du gerade gesagt hast, also wirklich dümmste Feminist, also radikal feministische Propaganda, die kein normal denkender Mensch irgendwie unterstützen kann. Und das wird dann von unseren Rundfunkgebühren finanziert. Das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Da hast du recht. Du hast ja vor allem auch die Kritik von Feministinnen, dass ja dieser Y-Kollektiv-Feminismus nur eine, ja, das ist so ein Rich Girl, ich habe das irgendwo neulich gehört, das ist so ein Rich Girl-Feminismus, den die da pushen. Aber mit der normalen, sagen wir mal, Frau, die als Verkäuferin im Supermarkt arbeitet, der bringen diese ganzen Rezepte nicht so viel. Wenn sie, guck mal, man muss mal ganz nüchtern überlegen, heute hast du ja als Frau eher das Problem, dass dir der Mann nicht davonläuft, vorzeitig. Du bist ja, wenn sie Kinder kriegen will und sie will sie ja großziehen, dann brauchst du ja einen Mann, der nicht davonläuft dazwischen. Das geht, also ich habe das auch schon von Frauen so gehört, dass die sagen, es geht gar nicht darum, wie sehr ich ihn unterdrücken kann. Ich kann ihn gar nicht so viel unterdrücken. Das ist ja heute alles irgendwelche, so nach Motto, ist alles irgendwelche Weicheier, dann läuft er mir davon. Dann bin ich alleinerziehende Mutter und das ist ja heute, muss man so überlegen, das ist meine Meinung. Als Frau alleinerziehende Mutter zu sein mit zwei, drei Kindern, das ist die Höchststrafe in Deutschland. Ja, aber Alleinerziehende sind auch viel häufiger arm als die Durchschnittsbevölkerung. Ja, genau, das meine ich ja. Das ist die, weil dann bist du, sagen wir mal, ich weiß nicht, das ist jetzt eine gewagte These, da werden mich irgendwelche Woken, oh Gott, werden die hyperventilieren, wenn ich das sage, aber das ist das größte Armutsrisiko, was du hast, dass du eine Familie gründest, Kinder kriegst und dann geht das alles in die Brüche. Das Ja. Armutsrisiko schlechthin heute. Ja, also Ja. vor allem, also was mich bei diesen Walken auch immer stört, die reden dann von marginalisierten Gruppen, also was wir Alleinerziehende, das meinen die dann normalerweise gar nicht. Die meinen dann irgendwelche identitär definierten Minderheiten, die irgendein äußeres Merkmal haben und das ist dann eine marginalisierte Gruppe. Die sind zwar, also diese Gruppe, die ist dann zwar auch nicht rechtlich benachteiligt oder so, sondern man sagt einfach, die ist marginalisiert. Das Beispiel, was du gerade genannt hast, das meinen die Walken dann gar nicht. Nö. Natürlich nicht. Die meinen ja auch nicht, wenn Fortschritt und progressiv heißt ja auch nicht, dass irgendwelche Arbeiter oder Angestellten mehr Geld verdienen sollen oder so. Man bringt ihnen halt das woke Wunder. Also sagen wir mal, man gibt ihnen halt das Gendern. Sagen wir mal, sie dürfen laut sein und es wird auch irgendwie für gut und richtig empfunden. Aber was bringt es mir, laut zu sein? Das löst nicht meine Probleme. Ja, absolut. Also deswegen, also was meinst du, warum pusht man jetzt vor allem bei uns hier in Europa diese Agenda? Also in den USA, da beim Kulturkämpfe ja schon immer angesagt, dieser Wokismus, das kommt da jetzt aus diesen Universitäten, wird auch von vielen großen Unternehmen gepusht, weil man da jetzt quasi so eine neue Sau hat, die man dadurch so auftreiben kann. Aber wieso ist das hier in Europa so groß? Wieso alle Parteien, also selbst die CDU diskutiert mittlerweile über Frauenquoten. Du hast nicht mal irgendeine Partei, die sich da irgendwie gegenstellt. Also warum ist das hier in Europa so relevant? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich denke mal, es kommt teilweise auch durch diese US-Konzerne, weil vieles von diesen Kulturkämpfen, die du heute als Thema in Deutschland hast,
Die kommen mir so vor, als ob das eigentlich ein Kulturkampf ist, der in den USA wichtig und richtig ist, aber bei uns ist er so ein bisschen, ist so ein bisschen drüber irgendwie. Auch da ist es Weil nicht wir haben. richtig. Auch da ist es eigentlich nicht wichtig. Auch da wird das gepusht. Aber da war das schon immer ein bisschen stärker als bei uns. Das kannst du, glaube ich, schon Ja sagen. gut, aber guck mal, du hast doch diese Statistik, dass ja übertrieben viele People of Color von der Polizei in den USA erschossen werden. Das ist ja arg. Und das ist ja Ja, wirklich aber jedes warum Jahr so. ist das der Rassismus der Polizei oder liegt das daran, dass Schwarze einfach häufiger arm sind, dass Schwarze häufiger in den schlechten Vierteln leben? Schwarze bringen nämlich auch häufiger andere Leute um. Also Schwarze sind nicht nur häufiger Opfer, sondern auch noch Täter, eben weil sie halt aus einem Milieu kommen, wo es mehr Verbrechen gibt. Also das ist in allen Gesellschaften so, dass die arm sind, dass es da häufiger Verbrechen gibt. Da kannst du jetzt in der Geschichte der USA zurückschauen und früher gab es da viel Rassismus, aber ist das heute noch das relevante Problem oder sind das einfach Ungleichheiten, die durch den Kapitalismus konserviert werden? Ist das nicht das zentrale Problem? Ja, es ist, glaube ich, ein Mix aus beidem. Es bedingt sich irgendwie untereinander, weil du musst bedenken, in China leben ja, soweit ich weiß, hauptsächlich Chinesen. Es gibt keine anderen Rassen großartig, aber dort werden Doch, Verbrechen und Morde, 10% der ja. Bevölkerung ungefähr. Ja, China ist auch ein Vielvölkerstaat. Aber wie gesagt, der größte Anteil sind Han-Chinesen, aber die Uiguren beispielsweise oder die Tibeter. Also das ist ja, oder auch eine mongolische Minderheit. Also die gibt es auch in China tatsächlich. Okay, aber ich will auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Guck mal, nehmen wir Russland. Russland hat ja 80 Völker oder so. Aber die sind optisch nicht so klar voneinander abgegrenzt wie in den USA. Und dort werden auch Verbrechen begangen, aber da sitzen dann halt alles Weiße im Knast. Ja, weißt du, ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, Ich, was du meinst. ich, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es so gut erklären kann jetzt, aber der springende Punkt ist, du hast halt eine optisch abgegrenzte Gruppe. Und die ist auch automatisch eine soziale Schicht in den USA. Und aus dieser Schicht, die hat viel mit der Polizei zu tun, da sind viele kriminell und so weiter. Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass sie schlechtere Menschen deswegen sind? Weil das ist ja das, Nee, was vor allem, dir von rechts heute du hast völlig suggeriert wird, recht. dass das irgendwie. Aber ist das wirklich, also. Ich glaube, also, bin ja jetzt auch nicht so tief im Thema drin, aber ob da Rassismus der richtige Ausdruck ist. Es gibt in den USA ja viel mehr Fremdenfeindlichkeit tatsächlich gegen Latine, los gegen lateinamerikanische Einwanderer. Und was sind das? Das sind auch Nachfahren von Spaniern und Portugiesen, von Europäern hauptsächlich. Also es sind Nachfahren von Europäern, also in den USA. Das sind ja auch hauptsächlich britische Einwanderer, dazu noch ganz viele andere Länder, aber die Nachfahren von Europäern sind jetzt rassistisch oder ich würde sagen fremdenfeindlich, passt hier besser das Wort, gegenüber anderen Nachfahren von Europäern. Also die alle quasi also Einwanderer oder Nachfahren von Einwanderern in diesen Ländern sind. Und das ist da in den USA viel relevantere Fremdenfeindlichkeit, denn dass die schwarzen US-Amerikaner sind, dass das nicht Menschen zweiter, dass das nicht Menschen sind, die weniger wert sind, das haben, glaube ich, die meisten kapiert, aber dass die halt in ärmeren Vierteln wohnen, dass es halt diese starke soziale Segregation gibt, das, ja, das ändert ja auch dieser Wokismus nicht, das hatten wir ja gerade schon. Ich denke auch, ich denke, dass diese klare Abgrenzung in bestimmte, vor allem weil ja in den USA auch diese Ghettoisierung nach Ethnien viel weiter fortgeschritten ist als bei uns. Das ist ja richtig arg bei denen. Sind durch diese äußeren Merkmale Menschen mehr in bestimmten Schichten zugehörig oder werden in diese Schichten geschoben als zum Beispiel in Europa? Ja, absolut. Ja. Aber Jo. ganz ehrlich, das ist ein Ist ein schwieriges sehr Problem. kompliziertes Thema. Du hast recht. Das ist wirklich, wenn man darüber nachdenkt, also ich würde tatsächlich sagen, diese normalen Ungleichheiten, die sich im Kapitalismus weitervererben, die sind da das größere Problem. Das heißt, wenn man dagegen was machen wollte, dass es diese starken Unterschiede gibt, da müsste man erstmal für Vollbeschäftigung sorgen, da müsste man die Wirtschaft stark laufen lassen, da müsste man wirklich versuchen, diese armen Viertel komplett aufzuwerten. Und jetzt egal, ob da Schwarze oder Weiße wohnen, es gibt auch viele Viertel in den USA, da wohnen dann hauptsächlich weiße Arbeiter, die genauso verarmt sind, die deindustrialisiert wurden durch eine verfehlte Industriepolitik. Also das gibt's da auch. Da müsste man erstmal versuchen, dass die gesamte Wirtschaft wieder läuft, dass quasi das gesamte Volk reicher wird. Dann profitieren nämlich die, denen es am schlechtesten geht, davon am ehesten. Also die arbeitslos sind, die profitieren ja da am ehesten davon, wenn es mehr Arbeitsplätze gibt. Das ist dann ja so. Richtig. Ja. Aber ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Patentlösung für das Problem. Ich wollte es nur mal gesagt haben, dass es dieses Problem gibt und dass ich das Kühler viele Kulturkämpfe, die kommen von dort zu uns und werden hier zum Thema. Ich weiß auch nicht so genau warum. Also anscheinend sind die entsprechenden Agenturen zu faul,
eigene Werbekampagnen oder sowas für Europa auszuarbeiten. Ja, es wird ja auch Vielleicht mit läuft's. Organisationen wie in Großbritannien Institute for Strategic Dialogue, in Deutschland die Amadeo-Antonio-Stiftung, das wird ja auch wirklich gepusht. Und dann Amadeo-Antonio-Stiftung, die wird ja vom Staat unterstützt. Dann gibt es noch so andere Stiftungen wie SEMA, so andere Institute, Stiftungen, weiß jetzt nicht genau, was das ist. SEMAS, das erklärt alles, was anderes ist, als dass die Regierung gerade sagt, zur Verschwörungstheorie, und das wird dann da ganz fetten Anführungszeichen wissenschaftlich untersucht. Also da wird jeder, der die Regierung irgendwie kritisiert, zum Verschwörungstheoretiker diffamiert. Und wenn wir jetzt hier über Wokismus und wie das staatlich gefördert wird reden, dann sind wir wahrscheinlich auch schon Verschwörungstheoretiker. Also so irre ist das, und das wird halt vom Staat gefördert und von großen Unternehmerverbänden. Nein. SEMAS, was ich gerade erwähnt hatte, das wird von der Alfred Landecker Foundation finanziert. Aha. Also, ich denke mir, wir sind dann mindestens umstritten. Wir führen gerade ein umstrittenes Gespräch sozusagen. Aber andererseits, heute bist du wer, wenn du umstritten bist. Wenn du nicht umstritten bist, dann bist du irgendwie langweilig. Ja. Es gab auch schon die Idee, die neue Wagenknecht-Partei die Umstrittenen zu nennen. Ein schöner Name. Geil, da würde ich richtig abgehen. Das wäre geil, das wäre geil. Ja, Mann, die Umstrittenen. Aber da, auch dieses, das mit den NGOs, du hast ja ganz am Anfang mal gefragt, was ein Problem, was ich als Problem heute sehe. Ich sehe auch ein großes Problem, dass unsere Gesellschaft und unsere Rechtsordnung und alles langsam versucht wird aufzuweichen durch irgendwelche halbstaatlichen NGOs so. Dass man versucht, Gewohnheitsrechte zu installieren, auch die ganze Cancel Culture. Es gibt keine Cancel Culture im Gesetz. Du wirst gecancelt durch eine Kampagne, die irgendwelche Leute gegen dich führen, weil du ihnen nicht passt, letzten Endes. Ja, und diese Leute, die Und du arbeiten hast. häufig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar oder in irgendwelchen von dem Staat geförderten Organisationen. Das ist ja das Kranke. Ja gut, die Antonio-Amadeo-Stiftung gibt es ja den Vorwurf, dass sie ja im Endeffekt eigentlich so eine Art verlängerter Arm irgendwelcher Parteien in Deutschland ist. Das darfst du Kann jetzt ich nicht mir auch sagen, gut dann verklagen die vorstellen. dich. Wirklich? Also, Bitte nein, schneid das raus, um Gottes Willen. nein. Andererseits, Du hast gesagt, es gibt den ja? Vorwurf. Die Formulierung ist, glaube ich, noch okay, aber da musst du echt aufpassen, wenn du was über die sagst. Die sind da ganz schön bissig. Aber du hast ja gesagt, es gibt den Vorwurf. Du hast ja nicht gesagt, wer diesen Vorwurf erhebt. Genau. Some people say, Ja, genau. ja, also, some people say, Antonio-Amadeo-Stiftung und so weiter. Aber du hast ja auch, guck mal, ich habe neulich so ein Beispiel gehabt. Da gibt es einen Moderator von Wikipedia. Der ist quasi der eine Moderator, der alles über den Klimawandel editiert und uploadet und so weiter. Das ist ein einziger Typ nur im deutschsprachigen Raum. Und der wurde anscheinend irgendwie gedoxt. Ich weiß es nicht. Ich erzähl es nochmal Null so. heißt der. Und das Also ist jetzt ein. nicht mit echten Namen, sondern mit Wikipedia-Namen. Nein, nein, um Gottes Willen. Nein, Aber ich mit will gar nicht seinen Wikipedia-Namen Namen meine ich. sagen. Also der ist Wikipedia-Name, Andol. Das kann man nur zu einem. Der ist auch öffentlich einsehbar. Das ist jetzt gar nicht mehr Doxing. Das ist einfach, den kannst du öffentlich sehen. Das ist so ein Tool bei namens WhoColor. Da kannst du bei Wikipedia wirklich mit Farben einfärben lassen, wo so wer hat welche Zeile in diesem Artikel geschrieben. Aber jetzt überleg mal, das ist anscheinend ein grüner Kommunalpolitiker irgendwo aus dem Rhein-Main-Gebiet, so in dieser Gegend da unten. Jetzt überleg mal, stell mal vor, du hättest irgendwie die Macht, du kaufst, sagen wir mal, Elon Musk kauft Wikipedia und ersetzt Andol durch irgendeinen AfD-Politiker. Keine Ahnung, durch den Kalbitz oder so. Und dann, ein halbes Jahr später, es gibt keinen Klimawandel, alles Schwurbel, linksextremistischer Schwurbel und so weiter. Das ist doch absurd. Das ist Ja, doch absurd, dass ein Mensch. Musk die Wikimedia GmbH kauft, könnte das passieren. Da hast du recht, ja. Genau, dann ist auf einmal Wikipedia woke, voll böse, alles voll böse. Aber es ist auch irgendwie Kindergarten. Ich meine, ist ja auch irgendwie lustig mit X, wie sich da jetzt alle drüber aufregen. Aber toll ist es nicht, weil ich habe auch irgendwelche, du bist ja auch bei X. Und ich sehe da teilweise nur noch so AfD-Spam die ganze Zeit. Ja gut. Ja, die werden Aber da ob jetzt das so halt viel besser stärker, ist. und ja, du weißt nie, wie diese Algorithmen funktionieren. Das ist ja auch das Problem. Also da werden bestimmte Inhalte gepusht und bestimmte Inhalte zurückgehalten. Also ich habe auch den Verdacht, wenn du zu Das ist auch auf bestimmten Themen TikTok dich und YouTube, das äußerst, ist überall so, ja. wenn du dich zu bestimmten Themen äußerst, sagen wir mal, wenn ich jetzt 25 Mal irgendwas poste in einem halben Jahr, das ich woke nicht gut finde, dann werde ich automatisch in die AfD-Bubble geschoben, obwohl ich gar nichts mit der AfD zu tun habe, so nach dem Motto. Weißt du, ich meine, Ja, also teilweise kommt mir das so vor, absolut. dass du dann.
Also Ja, das ist gar nicht weil. mal, muss gar nicht mal Manipulation oder so sein, sondern das ist einfach, du findest Woke nicht gut, die AfDler finden auch Woke nicht gut, also liken so und teilen das alle. Das heißt, du kriegst dann so automatisch mehr. Also das ist normale soziale Interaktion, das ist nicht irgendwie gesteuert von der Plattform. Aber die Plattform kann das auch steuern und das findet in bestimmten Bereichen mehr statt. Das sind ja durch die Twitter-Files, die hat Musk dann ja sogar veröffentlicht. Also dass es da zwischen der Twitter- und US-Regierung Absprachen gab, was jetzt gefördert werden soll, was jetzt nicht gefördert werden soll. Also Twitter hat ja beispielsweise auch diese Hunter Bidens Laptops-Story, die möglichst zurückgehalten. Was schon, weiß nicht, Ja, ob du das mitbekommen hast. ich hab das damals auch so mehr oder weniger gelesen und ja auch dieses Corona-Narrativ und so weiter, dass da halt irgendwelche Leute die Reichweite runtergesetzt wurde. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, das ist auch total einfach, sowas ja einfach hinter den Kulissen zu machen, ohne dass irgendwer merkt, denn diese Algorithmen, die sind nicht öffentlich. Das ist halt ein großes Problem. Okay, wenn sie öffentlich wären, dann wüsste vielleicht jeder, wie er da exakt Reichweite generieren könnte, aber das wäre wenigstens transparent. Also dann könntest du wirklich sagen, okay, ich weiß jetzt, wie sie funktionieren, aber dieses, dass man das gar nicht mal, ja, dass man das gar nicht öffentlich macht, dass da quasi hin, also dass die Firma intern da bestimmte Nachrichten bevorzugen und bestimmte benachteiligen kann, das ist schon für die Demokratie problematisch. Ja, ich finde es grundsätzlich problematisch, wenn im Internet, in diesen sozialen Medien, ist ja wie das Beispiel mit Andol und Wikipedia, wenn da Leute sitzen, die eine Ideologie vorantreiben. Also ich stelle mir vor, wenn ich da sitzen würde, ich würde es einfach nur nüchtern abmoderieren. Nichts anderes. Weil ich finde auch, das gehört auch irgendwie zur linken Ideologie dazu, die Freiheit der Gesinnung. Wenn, wie gesagt, eine Frau irgendwie konservativ leben will und Kinder kriegen will, dann ist das ihre Entscheidung, das habe ich zu respektieren. Weil sie Und wenn Kinder kriegen, ist ja einer jetzt nicht zum mal Beispiel. konservativ leben, das ist einfach was ganz Normales. Aber das ist ja mittlerweile alles rechts und reaktionär, das Ja, kann gar nicht sein. alles ist rechts. Aber, oder zum Beispiel, ich habe einen Nachbarn, das ist der übelste Aluhut, könnte man so sagen. Aber der hat mal zu mir gemeint, ich habe einfach keinen Bock, mich impfen zu lassen, ich habe Angst. Er ist sowieso ein sehr ängstlicher Typ. Ich habe Angst, ich habe das Gefühl, das ist nicht ordentlich getestet, ich will einfach nicht. Ich lasse ihn doch in Ruhe, so nach dem Motto. Ja. Weißt du, ich meine, ich habe auch den Kontakt mit meinem Nachbarn nicht abgebrochen und gar nichts. Ich habe Natürlich ihn nicht. halt so Also akzeptiert. Er hat. Ja, bitte? politische Einstellungen solltest du auch auf die private Ebene gar nicht übertragen, solltest du dich gar nicht irgendwie aufhetzen lassen, das ist doch klar. Gut, aber da gab es ja damals diese Spezies, wir müssen sie isolieren und entfreunden und so weiter. Das Sonst ist irre, entfreunde das niemand. ist irre, ja. Weil jetzt haben sie ja so, jetzt haben sie beim Spiegel zum Beispiel so ein Ding, einmal die Woche kommt ein Beitrag, Einsamkeit überwinden. Ja, naja, okay, gut, überwinde mal deine Einsamkeit. Und so weiter. Man muss auch mal hinnehmen, dass nicht alle Leute ideologisch genau so getickt oder so gestrickt sind wie man selber. Damit muss man leben. Das ist die Welt. Ja, absolut. Ja, ich würde sagen, das war ein schönes erstes Gespräch. Wie gesagt, du kannst bei mir gerne noch häufiger zu Gast sein. An alle Zuschauer, schaut gerne bei deinem Kanal vorbei. Politik einfach erklärt heißt er, glaube ich, oder? Verlinkt mich bitte irgendwie im Info-Tab oder Ja. sowas. Ist immer im Videotitel verlinke ich dich dann. Also den, so dass es wirklich Sehr schön. der Dämlichste auch findet. So, Das, ja. wie gesagt, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auch von meiner Seite ein schönes Gespräch. Mach's gut.